Hallo zusammen und willkommen. Lagert sich zu viel Fett in der Leber ein, spricht man von einer Fettleber. Die Folge ist eine eingeschränkte Leberfunktion und die Gefahr ernster Erkrankungen. Wir erklären dir im heutigen Video, wie du eine Fettleber auf natürliche Weise behandeln kannst. Viel Spaß! Nummer 1. Sportliche Aktivität. Eine Fettleber ist schmerzhaft und birgt das Risiko schwerer Erkrankungen. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, eine Fettleber zu behandeln, solange diese nicht durch Alkoholkonsum verursacht wurde. Bewährt hat sich vor allem Sport. Schwimmen, Aquajogging oder langsames Walken, Sportarten, bei denen die Leber nicht stark belastet wird, sind ideal für einen Gewichtsabbau und die Genesung der Leber. Optimalerweise werden mindestens 3% des Körpergewichts abgebaut, um den Körperfettanteil ausreichend zu reduzieren. Nummer 2. Süßholzwurzel. Die Süßholzwurzel hilft bei einer Fettleber, die nicht durch Alkoholismus bedingt ist. Der Extrakt der Pflanze regt die Transaminase-Aktivität in den Zellen an und trägt dadurch zu einer raschen Besserung der Beschwerden bei. Als praktischer Nebeneffekt hilft die Wurzel gegen Leberschäden, die durch Metalle ausgelöst wurden. Nummer 3. Zitrone. Die Zitrone gilt als echte Heilpflanze. Ihr großer Anteil an Vitamin C stärkt die Leber bei der Produktion von Glutathion, ein Enzym, welches Giftstoffe neutralisiert und zur Entgiftung der Leber beiträgt. Zitrone kann pur verzehrt oder als Saft in verschiedenste Speisen gegeben werden. Salate bieten sich ebenso an wie Fleisch- oder Fischgerichte, die mit einem Schuss Zitronensaft nicht nur gesünder, sondern auch leckerer sind. Auch Teesorten werden mit etwas Saft der gelben Südfrucht aufgewertet. Nummer 4. Grüntee und Schwarztee. Bei einer Fettleber sollte viel Flüssigkeit aufgenommen werden. Neben Mineralwasser bieten sich verschiedene Teesorten an. Bewährt haben sich etwa grüner Tee und Schwarztee. Der grüne Tee enthält besonders viele Katechine. Das sind Antioxidantien, welche die Leberfunktion verbessern und die Aufnahme von Fett in die Leber regulieren. Langfristig kann der regelmäßige Genuss von grünem Tee den Körperfettanteil reduzieren. Schwarzer Tee senkt den systolischen und den diasystolischen Blutdruck. Das entlastet die Leber, indem die Stoffwechselprozesse verlangsamt und der Druck auf die empfindlichen Leberzellen reduziert wird. Auch der L-Cholesterin-Serumwert nimmt mit der regelmäßigen Tasse schwarzen Tee ab. Vor allem für Menschen, die neben einer Fettleber an Beschwerden des Herz- und Gefäßsystems leiden, bietet sich schwarzer Tee an. Ähnlich wie Grüntee wird Schwarztee am besten frisch getrunken. Bereits 2-3 Tassen pro Tag genügen, um die positiven Effekte zu bemerken. Übertreiben sollte man aufgrund des hohen Teingehaltes jedoch nicht. Nummer 5. Papaya. Das in Papaya enthaltene Alkaloid Carpein hat einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel. Doch das ist nicht der einzige positive Effekt der Papaya. Die Fasern der Südfrucht regulieren die Blutfettwerte und tragen dadurch zur Gesundung der Leber bei. Angewendet wird Papaya, indem 5-6 Papayasamen zermahlen und mit heißem Wasser vermengt als Tee getrunken werden. Nummer 6. Löwenzahn. Löwenzahn ist ein äußerst wirksames Lebertonikum. Die Pflanze unterstützt die Entgiftung der Leber und trägt zu einem positiven Fettstoffwechsel bei. Zudem wird die Leberfunktion gefördert, wodurch sich eine Fettleber vorbeugen lässt. Angewendet wird Löwenzahn, indem ein Teelöffel der getrockneten Löwenzahnwurzel zu einem Tee zubereitet und nach kurzer Ziehzeit in langsamen Schlucken getrunken wird. Wer möchte, rundet das Getränk mit ein wenig Honig ab. Alternativ werden die jungen Löwenzahnblätter zu einem frischen Salat verarbeitet. Nummer 7. Apfelessig. Apfelessig hilft bei vielen organischen Beschwerden. Die enthaltenen Säuren unterstützen den Abtransport der Fette aus der Leber. Das Ergebnis ist eine gesunde Leberfunktion und ein geringes Risiko für Entzündungen der Leber. Apfelessig kann pur oder mit Honig vermengt getrunken werden. Bestenfalls vor den Mahlzeiten, damit die wirkungsvollen Inhaltsstoffe schneller in die Leber gelangen. Die saure Essenz ist besonders wirksam, wenn sie über mehrere Wochen oder Monate hinweg angewendet wird. Nummer 8. Kurkuma. Kurkuma enthält viele Antioxidantien, welche die Fettverdauung unterstützen und zu einer besseren Entgiftung der Leber beitragen. Die entzündungshemmenden Eigenschaften runden die positive Wirkung der Heilpflanze ab. Angewendet wird Kurkuma, indem das Pulver aufgekocht und 2-mal täglich getrunken wird. Wer möchte, rundet auch den Kurkuma-Tee mit ein wenig Honig ab. Nummer 9. Artischocken. Die Artischocke hat entgiftende Eigenschaften. Bei der Behandlung einer Fettleber kommen auch die verdauungsfördernden Effekte der gesunden Pflanze zum Einsatz. Ebenso viele Ballaststoffe und Antioxidantien, die dabei helfen, die Leber zu entgiften. Besonders wirksam ist frische Artischocke,
Doch auch ein Getränk aus gekauften Artischocken spielt seine positiven Effekte aus. Der Artischockentee wird aus einer Artischocke und heißem Wasser zubereitet. Der Aufguss kann pur getrunken werden, wobei die Artischocke ausgesiebt und später als Beilage zu einem Salat verwendet werden kann. Wer möchte, trinkt das erste Glas am Morgen auf nüchternen Magen. Zwei weitere Gläser können über den Tag verteilt vor den Hauptmahlzeiten getrunken werden. Nummer 10 Mariendistel. Die Mariendistel zählt zu den ältesten Heilpflanzen überhaupt. Das Gewächs aus der Familie der Korbblüte enthält unter anderem die Substanz Siliumarin, welche den natürlichen Schutzmantel der Leberzellen stärkt. Mariendistel lässt sich wunderbar als Tee genießen. Bereits eine Tasse pro Tag genügt für den positiven Effekt. Besonders wirksam ist der Tee mit einem Schuss Zitronensaft. Alternativ können Präparate aus der Apotheke verwendet werden, die den Wirkstoffkomplex Siliumarin in gebündelter Form enthalten. Nummer 11 Boldo. Die Boldo-Blätter gelten als wirksames Heilmittel bei Magen-Darm-Beschwerden. Das Monimin-Gewächs wird vor allem im peruanischen und brasilianischen Raum verwendet, ist jedoch auch hierzulande erhältlich. Seine kampflösenden Eigenschaften lindern die Beschwerden einer Fettleber. Zubereitet als wirksamer Boldo-Tee entfalten die enthaltenen Alkaloide und das Ascaridol ihre volle Wirkung. Auch pur getrunken können die Boldo-Blätter eingenommen werden, am besten lange gekaut, damit sich die Enzyme voll entfalten. Nummer 12 Wermut. Wermut ist dank Wirkstoffen wie Absinthin ein wirksames Mittel bei Fettleberbeschwerden. Das Kraut aus der Gattung Artemisia hilft außerdem bei typischen Begleiterscheinungen des Leidens, Gelbsucht, Entzündung oder Kopfschmerzen. Schon im alten Griechenland wurde Wermut aufgrund seiner positiven Eigenschaften bei Schmerzen eingesetzt. Auch Wermut kann in heißem Wasser gekocht und zu einem leckeren Tee zubereitet werden. Die heilenden Effekte sollten nach wenigen Anwendungen eintreten. Da Wermut kleine Mengen Giftstoffe enthalten, sollten nicht mehr als 2 Tassen pro Tag getrunken werden. Nummer 13 Mispel. Die echte Mispel hilft bei verschiedenen Leberbeschwerden. Bei der Fettleber sind vor allem die enthaltenen Tannine wirksam, welche die Leber vor schädlichen Mikroorganismen bewahren. Die eigentlichen Fettzellen werden nicht abgebaut, jedoch Entzündung und andere Begleiterscheinungen der Erkrankung gehemmt. Mispel kann roh verzehrt werden. Wirksam ist auch ein Fruchtsaft oder eine Nachspeise aus den gelben Früchten, die oft in heimischen Obstgärten zu finden sind. Mispeln dürfen täglich angewendet werden und lindern die Fettleberbeschwerden effektiv. Wirksam sind sie vor allem in Verbindung mit einem generell gesunden Lebensstil. Nummer 14 Wu Wei Zi. Wu Wei Zi ist eine Heilpflanze der traditionellen chinesischen Medizin. Die Beeren der Pflanze enthalten die sogenannten Lignane, entzündungshemmende Stoffe, die selbst bei einer fortgeschrittenen Fettleber Linderung versprechen. Auch die Regeneration bereits geschädigter Leberzellen soll durch die Heilpflanze aus Asien funktionieren, wie aktuelle Laborversuche zeigen. Die dunklen Beeren wirken zudem schmerzlindernd und haben insgesamt einen positiven Effekt auf die Gesundheit der Leber. Wu Wei Zi ist inzwischen in vielen Apotheken und Drogerien erhältlich. Eingenommen wären die Beeren pur oder in klassischem Smoothie. Die Anwendung sollte aufgrund möglicher Nebenwirkungen zuvor mit dem Hausarzt besprochen werden. Dieser kann gegebenenfalls weitere Mittel aus der chinesischen Medizin vorschlagen, welche Leberbeschwerden lindern und das Wohlbefinden verbessern. Nummer 15 Grapefruit. Die Grapefruit ist ein wirksames Mittel bei einer Fettleber. Das enthaltene Naringenin unterstützt die Produktion bestimmter Substanzen, die Leberfett verbrennen und das metabolische Syndrom regulieren. Zudem hat Grapefruit einen erquickenden Effekt und kann so auch unabhängig von den Leberbeschwerden zu einem gesteigerten Wohlbefinden beitragen. Grapefruits werden am besten pur verzehrt, da der Wirkstoff bereits in der geeigneten Form vorliegt. Ebenso wirksam ist der Saft der Grapefruit, der am besten mit Wasser vermengt wird, um die Säure zu eliminieren. Im Fachhandel sind zudem verschiedene Grapefruit-Präparate erhältlich, welche Naringenin und andere Wirkstoffe in konzentrierter Form enthalten. Das Wichtigste ist jedoch, die Ernährung umzustellen. Löwenzahn, Kurkuma, Zitrone und Co. beugen einer Fettleber wirkungsvoll vor. Es gibt allerdings noch eine Reihe anderer Maßnahmen, die eine Verfettung des Organs verhindern und bestehende Probleme lindern. Zunächst gilt es, den Speiseplan mit ballaststoffreichen Speisen auszustatten. Beeren und Äpfel etwa senken den Cholesterinspiegel und tragen zu einer raschen Ausscheidung der Giftstoffe bei. Auch Lebensmittel mit viel Omega-3-Fettsäuren dürfen nicht fehlen. Sie helfen bei der Regeneration zerstörter Zellen. Wer gesund bleiben möchte, verzehrt mindestens 1-2 Mal pro Woche Lachs, Makrele, Leinsamen oder Walnüsse.
Zuletzt gilt es, mögliche Auslöser und Verstärker der Fettleber zu vermeiden. Dazu zählen in erster Linie Alkohol und Nikotin. Raucher sollten den Zigarettenkonsum zumindest stark reduzieren. Der Alkoholkonsum muss vollständig eingestellt werden. Wer dies nicht ohne Hilfe schafft, sollte sich an den Hausarzt wenden. Der Mediziner kann den Kontakt zu einer Beratungsstelle herstellen. Im Rahmen einer Suchtgruppe beispielsweise wird Menschen, die an Alkoholismus leiden, zusätzlich geholfen. Wem der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel, Alkohol oder Nikotin nicht gelingt, der sollte unbedingt Hilfe in Anspruch nehmen. Bei einer nicht-alkoholischen Leberverfettung orientiert sich die Behandlung an den Auslösern. Oft sind Krankheiten wie Diabetes oder eine Fettstoffwechselstörung ursächlich. Eine Umstellung der Ernährung und des Lebensstils genügen in diesen Fällen nicht. Betroffene sollten einen Arzt konsultieren, der ihnen begleitend zur medikamentösen Behandlung die richtigen Anlaufstellen nennt, um gezielt gegen die Ursachen der Erkrankung vorzugehen. Zu vermeiden sind Hungerkuren oder Nulldiäten, denn dadurch kann nur eine kurzfristige Besserung erzielt werden. Langfristig ist die ärztliche Behandlung notwendig. Wie du nun siehst, gibt es verschiedene Mittel, die bei einer Fettleber helfen. Die Einnahme der vorgestellten Hausmittel sollte aber zunächst mit dem Hausarzt besprochen werden. Anderenfalls können ernste Komplikationen auftreten, da Unverträglichkeiten und Allergien nicht ausgeschlossen sind. Eine ärztliche Überwachung erlaubt die Verwendung wirksamer Heilpflanzen, welche die konservative Therapie optimal unterstützen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.